Meilen sammeln ohne Kreditkarte, sogar ohne irgendeine der Kreditkarten von American Express, das ist möglich, aber sinnlos. Was steckt dahinter? Woher kommt der Hype um Amex-Kreditkarten, wenn es ums Reisen, ums Fliegen, vor allem um Prämienflüge geht, um 11 verschiedene Vielfliegerprogramme von kleinen und großen internationalen Airlines? Was bietet Amex, was Miles & More nicht hat? Und wie fängst du am besten damit an? Ganz von vorne. Heute hier im 2Miles-Podcast. Hey, hallo und herzlich willkommen im 2Miles-Podcast mit Kai Berke und mir, Wolfram Kläger. Hier geht's ums Reisen und zwar um großartige Reisen, das so günstig wie möglich. In diesem Podcast lernst du, wie das funktioniert mit Business und First Class, wie du am besten Meilen sammelst, Prämienflüge bekommst und noch viel mehr. Schön, dass du heute dabei bist. Auf geht's! Wer Meilen sammelt, kommt an einer Kreditkarte von American Express nicht vorbei. Das ist so einer der Merksätze, die einem in der Szene immer um die Ohren gehauen wird. Bei uns auch. Aber wenn du neu einsteigst ins Meilensammelspiel, rätselst du wahrscheinlich noch, was soll denn das? Kreditkarten gibt's doch wie Sand in Dubai. Am Ende sind das doch auch nur bunte Plastikkärtchen, die es bei deiner Bank umsonst dazu gibt, wenn du da ein Girokonto dir holst. Okay, die Amex Platinum ist gar nicht aus Plastik, die ist aus Metall. Macht das den Unterschied? Fürs Meilensammeln hat doch die gute alte Lufthansa schon vor 30 Jahren extra Miles and More erfunden. Und das funktioniert, ob du eine Kreditkarte hast oder keine. Und wenn ja, wie viele? Erstmal völlig egal. Trotzdem, überall hörst du und liest du, erst mit einer Amex-Kreditkarte bist du dabei, bist du im Spiel, kannst du wirklich loslegen mit dem Meilensammeln, einlösen und vor allem Prämienflüge buchen. Hallo, Senator Kai. Was kann American Express, was Miles and More nicht kann? Ja, schon der gute alte Kant. Wir fangen mal mit ein bisschen Bildungsfernsehen an. Holen mal den Philosophen aus dem Keller sozusagen. Wie Kant schon sagte, Amex ist der Weg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ne? Kreditkarten oder Meilen sammeln geht eben tatsächlich auch mit Miles and More. Aber du bist dann eben auch auf Miles and More festgelegt. Das heißt, du hängst in der Star Alliance fest. Du hast eben die verschiedenen Probleme mit den Verfügbarkeiten. Du bist ja einfach relativ unflexibel mit Miles and More. Warum überhaupt erstmal eine Kreditkarte? Das ist ja schon die erste Frage, die sich viele stellen, weil man eben mit täglichen Konsumausgaben dann Meilen sammeln kann. Ne? Und warum Amex? Warum muss es eine American Express Kreditkarte sein? Weil einem Amex eben das Tor öffnet zu einer Vielzahl von Airlines, die man eben mit Miles and More nicht bedienen kann oder die man mit Miles and More nicht fliegen kann. Okay, und dann erzähl uns jetzt mal, wie das konkret geht. Man sammelt ja mit der American Express Karte gar nicht direkt Meilen, sondern Punkte. Die heißen Membership Rewards oder Membership Rewards Punkte oder MR-Punkte. Wie funktioniert der Kram? Genau, bei Miles & More sammelt man eben mit der Kreditkarte direkt Meilen und die kann man dann eben auch nur bei Miles & More einlösen. Bei Amex, hier haben wir übrigens die Platin-Karte zum Beispiel. Aus Blech. Echtes Platin, ne? Ja, Blech. Bei Amex, da sammelt ihr eben diese sagenumwobenen Membership-Rewards-Punkte. Also Amex hat ein eigenes Treueprogramm, ein eigenes Loyalitätsprogramm und das heißt eben Membership-Rewards. Da bekommt ihr eben für eure Ausgaben Punkte. Und zwar grundsätzlich erstmal für jeden ausgegebenen Euro bekommt ihr einen Punkt gut geschrieben in diesem Membership Rewards Programm. Und diese Punkte, die könnt ihr wie bei anderen Treueprogrammen oder Loyalitätsprogrammen dann eben für verschiedene Sachen einlösen. Und das Spannende bei der Geschichte ist eben, dass ihr oder dass eine Möglichkeit, eure Punkte einzulösen, eben ist, dass ihr die Punkte transferieren könnt oder übertragen könnt zu einer ganzen Reihe von verschiedenen Vielfliegerprogrammen. Also sowas wie Miles & More, nur eben bei anderen Airlines. Ne? Ihr könnt die Punkte rüber transferieren zu zum Vielfliegerprogramm von British Airways, von Air France, von Singapore Airlines, von Qatar Airways, von Finnair, von Iberia. Das sind eine ganze Menge verschiedene Airlines, die auch alle auch noch oder viele davon eben auch Teil einer Allianz sind, einer Airline-Allianz sind, sodass ihr dann eben auch deren Partner-Airlines über das Vielfliegerprogramm mitbuchen könnt. Und das bietet euch einfach wahnsinnig viel mehr Möglichkeiten, als einfach nur mit Miles & More Flüge zu buchen. Ja, und jetzt gibt es aber auch mit einer Amex-Karte ist es ja nicht getan. Es gibt ja nicht umsonst, gibt es ja verschiedene Amex-Karten. Die unterscheiden sich hauptsächlich mal, wenn man einfach so drauf guckt, in der Farbe. Welche von diesen Karten ist denn für EinsteigerInnen besonders gut geeignet? Sollen die alle gleich die Platinum nehmen oder geht es auch eine Nummer kleiner?
muss am Ende jeder selber entscheiden. Meilen sammeln oder eben diese Membership Rewards Punkte sammeln könnt ihr mit allen Karten. Das ist auch immer das gleiche Sammelverhältnis. Also ihr bekommt mit der MX Blue, das ist die günstigste Karte, bekommt ihr einen Punkt pro ausgegebenen Euro und mit der MX Platinum bekommt ihr auch einen Punkt für einen ausgegebenen Euro. Also da gibt es keinen Unterschied und deshalb, wer wirklich nur das pure Meilen sammeln will, der kann auch eine günstige Kreditkarte nehmen. Wichtig ist immer, darauf zu achten, dass ihr einen Willkommensbonus mitnehmt. Das ist sozusagen der erste große Booster für euer Punktekonto. Denn, also seien wir mal ehrlich und lassen wir mal das ganze Marketing-Sprech beiseite. Ein Punkt pro Euro, da gibt es ja noch eine Möglichkeit, dass es 1,5 Punkte werden. Da reden wir gleich nochmal drüber. Aber das ist am Ende dann eben auch nur ein Punkt pro Euro. Und dann könnt ihr euch eben ausrechnen, wenn ihr, sagen wir, 50.000 Meilen braucht für einen Prämienflug, dann wisst ihr also, wie viel Euro ihr ausgeben müsst, bevor ihr diesen Prämienflug eben buchen könnt mit euren Punkten. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass man am Anfang gleich so einen kleinen Booster bekommt. Und dafür gibt es eben bei American Express die Willkommensboni. Und die sind dann eben abgestuft, je nachdem, wie wertvoll die Karte ist, wie werthaltig die Karte und vor allen Dingen, wie teuer die Karte am Ende ist, ist dann eben der Willkommensbonus höher oder niedriger. Es gibt drei Karten bei Amex mit einem Willkommensbonus, drei Privatkarten. Das ist zum einen die Goldkarte. Die gibt es im Moment mit dem überaus attraktiven Rekordbonus. Hast du den Zettel noch zur Hand? Wunderbar. Mit dem Rekordbonus von 50.000 Membership Rewards. Klingeling. Dann gibt es die Platin-Karte. Die gibt es im Moment auch mit einem hohen Bonus von 65.000 Membership Rewards Punkten. Und was viele gar nicht wissen, was so ein bisschen unter dem Radar läuft, es gibt die MX Green. Die gab es so vor 5-6 Jahren, gab es die auch mit einem regulären Willkommensbonus von 10.000 Punkten. Den gibt es inzwischen nicht mehr. Aber es gibt im Rahmen der Freundschaftswerbung die Möglichkeit, die MX Green mit 10.000 Membership Rewards Punkten Willkommensbonus zu beantragen. Und diese sind sogar ohne einen Mindestumsatz. Also die bekommt ihr quasi geschenkt. Das ist bei MX eine relativ seltene Geschichte. Ich beantrage die Karte und dann kriege ich sofort die Karte zugeschickt und MX sagt mir herzlich willkommen und hier ist deine Karte. Und wir haben dir gleich schon mal 10.000, 50.000, 65.000 Membership Rewards Punkte auf dein Konto gutgeschrieben, oder? Und dann geht's ans Einlösen und juhu. Das wäre schön, ganz so einfach ist es nicht natürlich, wie so oft im Leben. es fängt mit einer ganz banalen Geschichte an. Ihr müsst nämlich über den richtigen Link zu Amex gehen. Geht ihr auf die American Express Webseite, americanexpress.de, und dann werden euch nämlich für den Abschluss der Karte keine Willkommensboni mit Punkten angeboten, sondern dann bekommt ihr ein Startguthaben. 150 Euro, 200 Euro, 250 Euro. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, aber natürlich, was den Wert angeht, deutlich weniger als 50.000 MX-Punkte oder 65.000 MX-Punkte. Insofern müsst ihr darauf achten, dass ihr eben tatsächlich über einen Link zu MX gelangt, auf eine Landingpage, wo euch dann die Punkte angeboten werden. Ne? Nur dann, wenn da steht, 50.000 Punkte für den Abschluss einer American Express Goldcard, gibt es 50.000 Punkte für den Abschluss einer American Express Goldcard. Wenn das da nicht steht oder da steht, ihr bekommt 100 Euro Startguthaben, dann gibt es keine Punkte, sondern eben 100 Euro Startguthaben. Da sind schon viele Leute drauf reingefallen, die einfach dachten, das ist jetzt gerade so, da läuft jetzt gerade eine Aktion und das wird MX dann ja wissen, dass ich die Punkte haben will. Ne? Nee, also ihr müsst schon darauf achten, wie geht ihr sicher, dass ihr über den richtigen Link reingeht? Ne? Nutzt die Links bei uns unten in der Description. Gute Idee. Und da haben dann wir beide was von. Wir kriegen eine kleine Provision, weil es Affiliate-Links sind und ihr seid sicher, dass ihr eben die Punkte bekommt. Und für euch macht es keinen Unterschied. Dann, du musst Neukunde sein. Neukunde bedeutet, das ist ein bisschen anstrengend, weil MX die Definition von Neukunden mit jeder Aktion und mit jeder Promotion immer wieder ein bisschen verändert. Mhm. Aktuell ist es so, dass ihr Neukunde bei MX seid, wenn ihr die Karte, die ihr beantragt, also zum Beispiel eben die Platinum-Karte, wenn ihr die in den letzten 18 Monaten nicht gehabt habt, dann seid ihr Neukunde. Und es ist vollkommen egal, ob ihr noch eine Green Card und eine MX Payback und noch eine Goldcard im Schrank habt, das interessiert nicht. Es interessiert nur um die Karte, die ihr beantragt, die dürft ihr in den letzten 18 Monaten nicht gehabt haben. Und wenn das der Fall ist, also ihr habt noch nie eine MX Platinum gehabt oder jedenfalls nicht in den letzten anderthalb Jahren, dann seid ihr erstmal grundsätzlich in der Lage, diesen Willkommensbonus zu bekommen. Weitere Voraussetzung für den Willkommensbonus ist in den Fällen der Gold- und der Platinum-Card, dass ihr einen Mindestumsatz schaffen müsst. Also ihr müsst in den ersten 6 Monaten nach Kartenantrag eine bestimmte Summe X umsetzen. Das ist bei der Goldcard sind das 4.500 Euro in 6 Monaten und bei der MX Platinum sind sogar 10.000 Euro in den ersten 6 Monaten. Das ist ziemlich anspruchsvoll und das muss man eben vorher
einschätzen, abschätzen, schafft ihr das? Wenn es nicht schafft, macht es keinen Sinn, die Karte zu beantragen, weil dann gibt es die Punkte nicht. Also wer jetzt schon weiß, dass er in 6 Monaten keine 10.000 Euro ausgeben kann, insbesondere nicht mit einer Kreditkarte, dann beantragt die nicht. Das macht keinen Sinn. Es sei denn, dass ihr sie eben auch für die Vorteile beantragen wollt. Na, aber wegen der Punkte nur dann beantragen, wenn ihr den Mindestumsatz schafft. Also ich denke jetzt, ich gebe die 10.000 Euro aus mit meiner neuen MX Platinum und dann schaffe ich es nicht und krepiere kurz vor Ablauf der Frist von 6 Monaten und schaffe nur 8.000 Euro Umsatz. Was passiert dann? Dann wird der Willkommensbonus nicht anteilig ausgezahlt, sondern dann gibt es keinen Willkommensbonus. Dann ist das eben so. Boah, das ist aber hart. Ja. Das ist ärgerlich, aber das sind die Spielregeln. Es kann noch viel dümmer kommen. Es kann sein, dass du 10.500 Euro ausgegeben hast, weil du am Ende noch einen First-Class-Flug für dich und deine Frau gebucht hast. Dann wird der Flug gecancelt und das Geld wird dir wieder zurückerstattet auf die Karte. Nachträglich. Das kann auch Monate später passieren. Dann werden die Punkte für den Willkommensbonus wieder abgezogen, weil du den Mindestumsatz eben nicht geschafft hattest in den ersten 6 Monaten. Deshalb, idealerweise schafft man eben nicht 10.005 Euro, sondern ein bisschen was über den Durst noch, ne? Damit, falls noch irgendwie ein Online-Einkauf mal erstattet wird, man schickt was zurück, man bekommt eine Erstattung, das passiert einem alle Nase lang, ne? Dass irgendwie was erstattet wird. Ich habe gerade jetzt für meinen Review-Trippen ein Hotel storniert, das ich nicht brauche. Das habe ich vor 6 Monaten gebucht und jetzt habe ich storniert. Dann wäre ich mit dem Geld für dieses Hotel über irgendeinen imaginären Mindestumsatz gerade gekommen, dann wäre der Willkommensbonus dafür jetzt wieder weg. Und die Regel gilt analog auch in den niedrigen Spielklassen, also für eine Goldkarte mit 4.500 Mindestumsatz oder für die Payback hatte ich, glaube ich, einen Mindestumsatz von 500 Euro. Aber die Spielregel ist grundsätzlich immer die gleiche. Die ist immer die gleiche, nur die Höhe des Mindestumsatzes, die differiert. Und der einzige Willkommensbonus, den es bei Amex mit den Membership Rewards bedingungslos gibt, ist eben tatsächlich der 10.000-Punkte-Bonus für die Amex Green. Das heißt, wer ohnehin gerade ein bisschen klamm ist mit der Kohle und weiß, er wird so viel nicht ausgeben in der nächsten Zeit, würde aber trotzdem gerne eine Amex haben, dann ist die Amex Green vermutlich das richtige Einsteigerprodukt, denn die 10.000 Punkte, vorausgesetzt, dass ihr euch von einem Freund werben lasst, die bekommt ihr dann eh bedingungslos. Da müsst ihr keinen Mindestumsatz schaffen. Ja, und die blaue Amex, da lese ich immer wieder und höre ich immer wieder, die blaue könnte gar keine Membership Rewards Punkte sammeln. Das ist einfach bloß eine blaue Amex-Kreditkarte. Was ist da dran? Die Amex Blue, die sammelt tatsächlich nicht Membership Rewards Punkte von Beginn an, sondern da muss man das Membership Rewards Programm aktivieren und das kostet dann 2,50 Euro im Monat. Also Amex wirbt damit, dass das eine kostenlose Kreditkarte ist, denn die Amex Blue kostet eigentlich nichts. Aber wenn ihr damit Amex Punkte sammeln wollt, und das, nur dafür braucht man die Karte, dann müsst ihr eben 2,50 Euro im Monat zahlen. Ja. Dann ist man eigentlich auch gar nicht mehr so weit weg von der MX Green und die gibt es mit 10.000 Punkten, wie gesagt, dann ist die MX Green eigentlich die bessere Variante. Die kostet 5 Euro im Monat, die MX Green, und wenn ihr Umsätze von 9.000 Euro im Jahr macht, also den Jahresumsatz schafft, dann ist die dauerhaft kostenlos. Also ab dem zweiten Jahr dann eben, wird euch dann die Jahresgebühr erlassen oder eben die Monatsgebühr von 5 Euro, wenn ihr über 9.000 Euro ausgeht mit der Karte. Super. Und wer viele Freunde, Freundinnen hat oder FollowerInnen, der kann dann munter mit der grünen Karte Freunde werben und beide profitieren von den 10.000 jedes Mal, oder? Genau. Bis rauf zu 1 Million im Jahr, glaube ich. Es sind nur noch 600.000. Ja, es waren 1 Million und dann haben einige es wieder übertrieben und dann hat Amex da ein bisschen die Zügel angezogen und hat das reduziert auf 600.000. Das wird für die allermeisten Leute ja immer noch eine ganze Menge sein. Also 600.000. Ja, 60 FreundInnen zum Werben, das ist schon mal eine Aufgabe, das grenzt schon an Sport. Gut, genau. Habe ich meine wichtigsten Fragen geklärt. Ich würde noch schnell als die letzte Bedingung für den Willkommensbonus darauf hinweisen wollen, dass ihr die Karte nicht innerhalb der ersten 12 Monate kündigen dürft. Ne? Viele, richtig. Die eben nur wegen des Willkommensbonus beantragen, seien wir mal ehrlich, wir sind ja unter uns, die wollen die dann auch möglichst schnell wieder loswerden. Das darfst du aber erst nach 12 Monaten und du darfst erst nach 12 Monaten die Kündigung aussprechen und du hast dann 1 Monat Kündigungsfrist, das heißt nach 13 Monaten frühestens ist die Karte dann wieder weg. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass man nicht nach 11 Monaten kündigen darf, damit dann sozusagen nach einem Jahr die Karte wieder weg ist, sondern man darf erst kündigen nach Ablauf von 12 Monaten. Wichtig. Super. Und haben wir jetzt schon das Punktesammeln angesprochen oder müssen wir das noch ansprechen? Gibt es Möglichkeiten, das mühselige Sammeln zu beschleunigen irgendwie? Neueinsteigen bedeutet ja nicht, dass man Eselsgeduld mitbringt. Gerade die NeueinsteigerInnen wollen doch so schnell wie möglich in die Business Class sitzen. Endlich. Ja, genau. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass man den Willkommensbonus nicht vergeigt, ne, dass man den gleich mitnimmt. Denn gerade die großen Willkommensbonus
Einkommensboni, 50.000 bei der MX Gold oder auch 65.000 für die MX Platinum. Wenn man die schafft, dann reicht das in der Regel schon für einen One-Way-Business-Class-Flug auf der Mittelstrecke. Also so Richtung Dubai, Richtung Doha kommt man da in jedem Fall schon. Und mit Iberia ja sogar auch schon fast nach Südamerika. Mit Cathay kommt hier sogar in die Q-Suite nach Doha, immerhin sechs Stunden in der besten Business-Class der Welt, ist ja auch nicht schlecht. Also da geht schon was. Und das ist einfach wichtig, dass man am Anfang eben mit so einem dicken Willkommensbonus startet, um auch die Laune aufrechtzuerhalten. Denn wenn man ansonsten jahrelang sammeln muss, bis man dann seine 50.000, 60.000, 100.000 Punkte zusammen hat, dann verliert man da eben auch schnell die Geduld. Ja. So, jetzt hast du gefragt, welche Möglichkeiten gibt es außer dem Willkommensbonus, das Ganze so ein bisschen zu beschleunigen. Also der Willkommensbonus ist tatsächlich der wichtigste Punkt auf jeden Fall. Dann hatte ich vorhin schon angedeutet, dass es die Möglichkeit gibt, eure Sammelration ein Stück weit zu erhöhen. Das ist eigentlich 1 Euro gleich 1 Punkt. Und dann gibt es den sogenannten Rewards Turbo. Und wenn ihr den aktiviert, dann bekommt ihr 1,5 Punkte pro Euro. Und zwar für die ersten 40.000 Euro, die ihr ausgebt im Jahr. Andersrum die ersten 20.000 Punkte. Ihr könnt also mit dem Rewards Turbo 20.000 Punkte extra sammeln. Das kostet euch 15 Euro im Jahr. Das rechnet sich relativ schnell. Die 15 Euro, das würde ich also jedem unbedingt und dringend empfehlen. Wenn man entsprechend sammelt. Wenn du das Programm aktiviert hast, sammelst und eben auch Geld ausgibst mit der Karte. Wenn man kein Geld mit der Karte ausgibt, braucht man auch kein Turbo. Das ist richtig. Und keine Karte. Und streng genommen auch keine Karte, genau. Man hat so manchmal bei den Q&A-Fragen, hat man so den Eindruck, dass Leute glauben, dass es die Punkte so von MX geschenkt gibt, ne? Weil die duzen ein, das klingt alles so super lässig. Und dann, wenn das meine Buddies sind, dann gibt es ja auch ordentlich Geschenke, ne? Dann gibt es ja auch Punkte geschenkt. Logisch. Das ist ein Geldinstitut, ne? Die verkaufen Kreditkarten. Also das ist das Gegenteil von Freund. Die verdienen da ihr Brot. Damit das ihr Geld ausgibt. Und deshalb wollen sie euch natürlich auch dazu bewegen, dass ihr eben Geld ausgibt. Deshalb der Mindestumsatz, deshalb dann auch die nächste Möglichkeit, mit der ihr zusätzliche Punkte generieren könnt, das sind die MX Offers. Also MX bietet euch jeden Monat wechselnde Angebote. Bei MX Partnern, wenn ihr einen bestimmten Umsatz bei einem Partner macht, dann bekommt ihr eine Gutschrift, dann bekommt ihr Geld zurück, also ein Cashback, oder ihr bekommt Punkte, zusätzliche Punkte gutgeschrieben. Das ist für uns natürlich die attraktivere Variante, aber so ein Cashback nimmt man mitunter auch mal mit. Also wenn ein paar Airlines, Air France hat 200 Euro Cashback für eine Buchung ab 1.500 Euro ausgelobt, das ist ein ordentlicher Prozentsatz. Wer mal einen Business-Class-Flug mit Air France bucht, der reduziert seinen Preis dann da schon mal um 200 Euro, das ist gar nicht schlecht. Aber interessant, klar, fürs Punktesammeln sind eben die MX-Offers, wo es dann eben gäbe, 50 Euro bei Partner XY aus und du erhältst 1000 Punkte, 1000 MX-Punkte zusätzlich. Keine Gerüchte in die Welt setzen. Ja. Das sind tolle Angebote, sind allerdings auch relativ selten, leider Gottes. Also es ist schon eher die Regel, dass es Cash-Angebote gibt, ne, Gutschriften, aber so ein paar im Jahr hat man immer dabei. Das ist, wenn man die alle mitnehmen kann. Ne, Bauhaus hat man dabei, C&A ist immer dabei, die Deutsche Post ist immer dabei. Das sind also alles Partner, wo man auch mal was kaufen kann, ohne größere Probleme. Bei C&A gibt es tolle Socken zum Beispiel, ja. Bei der Deutschen Post mal Briefmarken kaufen, ist ja auch kein Problem. So, der langen Rede kurzer Sinn, da könnt ihr im Jahr, reicht ist das so gut für 5.000 bis 10.000 Punkte, wenn ihr sie alle mitnehmt, haben oder nicht haben. Und der letzte Punkt, mit dem ihr eure Sammelratio noch ein bisschen verbessern könnt, im Grunde genommen ist das der wichtigste Punkt, denn den Willkommensbonus, den bekommt man einmal. Die Offers, okay, ne, die bringen ein paar Tausend. Der Rewards Turbo, ja, wenn man viel Geld ausgibt, dann bekommt man auch ein paar mehr Punkte. Aber das, was wirklich die Geschichte am Laufen hält am Ende, das ist die Freundschaftswerbung. Na, ihr müsst also eure Freunde, und Freunde sind da in diesem Kontext durchaus weit gefasst. Es müssen nicht eure besten Buddies sein, das können auch Leute sein, die ihr kennt, eure Nachbarn, weiß der Teufel wer, irgendwer in der Familie. Die müsst ihr davon überzeugen, dass MX ein tolles Produkt ist und dass das Spaß macht und dass ihr da auch Vorteile habt, wenn ihr eben dieses Meilen-Game damit spielt. Und wenn die dann eben Karten beantragen, dann bekommen die den Willkommensbonus, wenn sie eben den Mindestumsatz schaffen. Und ihr bekommt eine Werbeprämie in der gleichen Höhe. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit der MX Gold im Moment. Wenn ihr einen Freund werbt und sagt, hier, das ist eine total tolle Karte, bekommst 50.000 Punkte, wenn du 4.500 Euro in den ersten 6 Monaten ausgibst, schaffst du das? Der sagt, ja klar, schaffe ich das, beantragt die, bekommt ihr 50.000 Punkte als Werber und er bekommt die 50.000 Punkte, wenn er eben den Mindestumsatz geschafft hat. Das ist im Grunde genommen das, was das System am Laufen hält. Ich kenne nur ganz, ganz wenige, die ihren Umsatz und ihre Punkte ausschließlich sammeln mit Geld ausgeben. Na, also du brauchst für einen Langstreckenflug
Flug in der Business Class brauchst du 100.000 Punkte ungefähr. So, und dann musst du also, selbst wenn wir den Rewards Turbo mal einkalkulieren, musst du 80.000 Euro ausgeben. 80.000 Euro geben die allerwenigsten von uns mit einer Kreditkarte aus. Und dann hast du auch nur den One-Way. Ne? Also du brauchst dann für den Return, musst du nochmal 80.000 Euro ausgeben. Klar hat man dann einmal den Willkommensbonus, der macht das Ganze, der beschleunigt das Ganze. Aber um das Spiel am Laufen zu halten, wenn der Willkommensbonus verzockt ist sozusagen, müsst ihr Freunde werden. Sonst funktioniert das am Ende nicht wirklich gut. Man macht immer noch seine Punkte, man macht immer noch seine Meilen. Das ist auch gut. Das ist besser, als wenn man Geld ausgibt und nichts dafür bekommt. Aber man will ja auch belohnt werden am Ende. So die Sammelei über Jahre sammeln und kommt dann nicht so richtig was zusammen. Das will ja keiner. Also müsst euch darauf einrichten, dass ihr eben auch irgendwie noch Freunde generieren müsst, denen ihr diese Karte dann schmackhaft machen könnt. Einfach mal so ehrlich. Nur dann läuft das wirklich richtig rund. Ja. Willkommensboni kann man, hatten wir vorhin schon gesagt, kann man mehrere mitnehmen. Ne? Ihr könnt euch die Leiter hocharbeiten, könnt mit der Green anfangen, könnt dann die Gold beantragen, dann die Platinum. Wenn ihr die jeweiligen Mindestumsätze schafft, bekommt ihr jeweils den Willkommensbonus. Aber dadurch, dass ihr 18 Monate warten müsst nach einer Kündigung der Karte, bis ihr den Willkommensbonus wieder erneut beantragen könnt, ist das relativ stark begrenzt. Das geht, ne? Das kann man auch ein bisschen optimieren, aber der Willkommensbonus alleine, der reicht nicht, um dauerhaft immer in der Business Class zu fliegen. Ja. Bevor wir jetzt zur Schritt-für-Schritt-Anleitung kommen, Kai, lass mich nochmal eins versuchen, ganz klarzustellen. Jeder mindestens in Deutschland kennt Payback. Weil Rewe, Penny, DM und wie sie alle heißen, die machen alle Payback-Werbung und für Payback-Werbung. Und der größte Witz, Payback ist ja eine deutsche Firma mit Sitz in München, glaube ich. Die gehört längst Amex. Die gehört zu American Express. Was hat Amex mit Payback zu tun? Wie hängt Payback mit dem, was wir bis jetzt beschrieben haben? Wie hängt das zusammen? Es gibt ja auch eine American Express Payback-Kreditkarte übrigens, die ist blau. Für American Express ist Payback einfach ein weiterer Stein oder ein weiteres Mosaik-Steinchen, mehr über eure Einkaufsgewohnheiten zu erfahren. Denn was ist wertvoller für ein Kreditkartenunternehmen, als Daten über seine Kunden zu haben und darüber, was ihr gerne esst, was ihr gerne trinkt, was ihr wo einkauft, in welchem Geschäft, wie hoch euer durchschnittlicher Warenkorb ist und all solche Sachen, die bleiben natürlich bei Payback hängen. Diesen Daten zahlt man eben dafür, dass man die Punkte bekommt. Und Payback-Punkte nebenbei ist jetzt nicht unser Thema heute, aber Payback-Punkte kann man ja auch 1:1 umwandeln in Miles and More Meilen. Das heißt, auch Payback ist natürlich ein wichtiges Mosaiksteinchen in dem Meilen-Game. Haben wir eine eigene Folge gemacht, verlinken wir gerne gleich als nächstes angucken. Die Amex Payback Kreditkarte, die es gibt, die hilft euch jetzt beim Meilensammeln Membership Rewards Punkten nichts, denn mit der Amex Payback sammelt ihr eben tatsächlich Payback Punkte und da könnt ihr dann eben Miles and More Meilen draus machen. Aber dieser große Vorteil, den ich eingangs erwähnt habe, diese Transfermöglichkeit, die Flexibilität bei vielen verschiedenen Vierfliegerprogrammen, da die Punkte einzulösen, die gibt es eben bei Payback nicht. Also landet ihr immer bei Miles and More. Okay, dann kommen wir jetzt zur Schritt-für-Schritt-Anleitung, eine vernünftige Reihenfolge. Was machst du? Angenommen, Amex, du hast es beantragt und Amex schickt dir den Brief, da ist die Karte drin, frisch gepresst. Und was machst du jetzt mit dem Ding, Kai? Unboxing. Die ersten Dinge, die ihr eben erledigen solltet, wenn ihr eure erste Amex in der Hand haltet. Das Wichtigste natürlich, ihr müsst sie aktivieren. Ihr könnt sie erst dann einsetzen, wenn ihr sie aktiviert habt. Ihr könnt die online aktivieren. Den Link, den tun wir mal in die Description rein. Und ihr könnt aber auch anrufen bei Amex und sie telefonisch aktivieren lassen. Das ist kein Problem. Funktioniert beides relativ reibungslos und sorgenfrei. Dann solltet ihr euch überlegen, jede Karte kommt mit kostenlosen Zusatzkarten daher. Also kostenlose Zusatzkarten haben den Vorteil, dass ihr noch jemanden zweites oder bei der Amex Platinum sogar bis zu 5 Leute noch einspannen könnt, für euch Meilen mitzusammeln. Denn die Punkte für die ganzen Zusatzkarten, die landen immer auf dem Hauptkonto des Hauptkarteninhabers, also bei euch. Gebt ihr eurer Frau eine Zusatzkarte und die gibt damit Geld aus, keine Ahnung, mit all den Ausgaben sammelt eben der Zusatzkarteninhaber für euch Punkte mit. Allerdings wird das dann auch alles von eurem Konto abgezogen. Also der Vorteil ist nur ein teilweiser Vorteil oder nur auf den ersten Blick. Dann die Rechnung, dass sämtliche Zusatzkarten laufen über das gleiche Konto wie die Hauptkarte. Ich stelle immer gerne in Frage, ob diese Zusatzkarten Sinn machen. Tatsächlich ist es so, dass ihr bei Beantragung von Gold-Zusatzkarten mindestens sogar auch Punkte bekommt, so 2000 oder so als Willkommensbonus für das Ausstellen einer Zusatzkarte. Lohnt sich das? Ist es das wert? Ist dann die Frage. Ich würde sagen, wenn so eine Aktion läuft, wo es 50.000 Punkte für eine Hauptkarte gibt, dann lasst die Zusatzkarte Zusatzkarte sein und wer
erbt eure Frau für eine zweite Hauptkarte. Das kostet dann zwar 144 Euro Gebühren im Jahr, das ist die Goldkarte, aber du bekommst 50.000. Erneut der Mindestumsatz. Und erneut der Mindestumsatz, das solltet ihr natürlich schaffen, idealerweise. Dann hat die Frau 50.000 Punkte auf ihrem Konto und du hast nochmal 50.000 Punkte als Werbebonus. Das heißt, da habt ihr dann relativ schnell den Bonus verdoppelt und im Vergleich zu den 2.000 mickrigen Pünktchen bei einer Zusatzkarte würde ich immer sagen, gebt die 144 Euro nochmal für die Hauptkarte aus, Klammer auf, wenn ihr dann eine reelle Chance seht, den Mindestumsatz zu schaffen. Mhm. Zusatzkarten beantragen kann man auch online, auch da Link in die Description, würde ich sagen. Dann als drittes, bevor ihr die Karte das erste Mal einsetzt, solltet ihr den Rewards Turbo aktivieren. Ne? Wir hatten ja eingangs gesagt, jedenfalls dann, wenn ihr Geld mit der Karte ausgebt, also wenn ihr die Karte tatsächlich benutzt, habt ihr die 15 Euro, die das kostet, relativ schnell wieder drin. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr schon mehrere Karten habt und ihr habt schon auf irgendeiner Karte den Rewards Turbo aktiviert, dann müsst ihr trotzdem für jede einzelne Karte den neu aktivieren. Es kostet aber für sämtliche Karten in eurem Portfolio nur einmal 15 Euro. Das heißt, mit einmal 15 Euro könnt ihr dann eben noch eine Goldkarte aktivieren, noch eine Green Card aktivieren. Ja, das war es im Großen und Ganzen, weil das ja die Privatkarten sind. Auch den Rewards Turbo kann man mittlerweile online aktivieren. Auch da, Link in die Description. Könnt ihr aber auch noch wie in guten alten Zeiten früher am Telefon machen. Bis vor 2-3 Jahren gab es diesen Rewards Turbo offiziell gar nicht. Wenn man im Internet nach Amex Rewards Turbo gegoogelt hat, dann kam man auf eine Seite von Amex Österreich. Das war so die einzige Webseite, wo der Begriff Rewards Turbo auftauchte. Und bei Amex wusste jeder, wenn man da anrief, wusste jeder, was das ist, aber die hatten das nicht auf der Seite. Den gab es offiziell nicht. Das war eine geheime Geschichte. So, mittlerweile ist es also offiziell, gibt es auf der Webseite und man kann ihn eben auch auf der Webseite aktivieren. Dann solltet ihr, das muss man im Zweifel nicht sofort machen, aber ich neige immer dazu zu sagen, was man hat, das hat man. Legt Accounts an bei den ganzen Transferpartnern. Hat er ja gesagt, Amex ist Partner von 11 Vielfliegerprogrammen insgesamt. Fängt an bei British Airways, Executive Club, Iberia, Finnair, Qatar Airways, Chris Flyer von Singapore Airlines, Air France, KLM, Flying Blue, SAS Eurobonus, Etihad Guest, Emirates Skywards, Delta Sky Miles. Ihr könnt euch da ein Konto anlegen, das kostet nichts. Und wenn ihr es habt, dann habt ihr schon mal, denn wenn ihr irgendwann mal genug Punkte habt und ihr sucht dann nach Verfügbarkeiten, dann muss es eben oft schnell gehen. Dann findet ihr plötzlich euren Traumflug an eurem Traumtag und dann wäre es blöd, wenn man dann erst lange noch ein Konto eröffnen muss. Und ne, dann habt ihr das zumindest schon mal erledigt. Könnt ihr dann auch, oder ihr müsst sie dann auch verknüpfen, wenn ihr sie eröffnet habt. Da gibt es auf der Amex-Webseite im Benefit-Portal gibt es eine Transferpartnerseite und da müsst ihr dann euer Amex-Konto mit jedem Vielfliegerkonto von euch verknüpfen. Die Namen müssen die gleichen sein. Also wenn ihr auf Amex einen Mittelnamen noch mit auf der Karte habt und im Vielfliegerkonto fehlt der Mittelname, dann könnt ihr die nicht verwenden. Es muss der gleiche Name, das gleiche Geburtsdatum sein. Das solltet ihr erledigt haben, also Accounts anlegen bei den 11 Vielfliegerprogrammen und die alle 11 verknüpfen mit Amex. Da sitzt man dann mal eine Stunde dran, aber dann hat man es und dann hat man da auch Ruhe an der Front. Als nächstes ganz wichtig, Kanalmitglied werden bei True Miles Podcast. Das ist entscheidend, gerade bei Amex-Kreditkarten. Genau, ihr tut uns damit einen Gefallen und ihr habt natürlich auch was davon. Als Kanalmitglied habt ihr exklusiven Zugang zu einer eigenen Q&A. Das heißt, ihr könnt eure Fragen stellen, ihr bekommt die individuell beantwortet und dazu gibt es dann sogar am Wochenende auch eine eigene Folge, die ihr nur als Kanalmitglied sehen könnt. Dazu gibt es Kanalmitglied-Videos, also Platin-Videos, die eben auch nur für Kanalmitglieder sind und das Ganze kostet euch 4,99 im Monat. Das scheint mir ein überschaubarer Preis zu sein für das, was da geboten wird. Dann solltet ihr als nächstes eure neue Amex als Zahlungsmittel hinterlegen bei so den typischen Online-Shops, die ihr regelmäßig nutzt. Also viele Leute kaufen regelmäßig bei Amazon ein, bei Zalando, viele möglicherweise auch bei eBay. Da gibt es gerade eine schlechte Nachricht, denn ab Mitte August wird eBay Amex nicht mehr als Zahlungsquelle akzeptieren. Da gab es eine Nachricht von eBay, die so ein bisschen angepisst klang, um es ganz ehrlich zu sagen. Die haben sich wenig Mühe gegeben zu verdecken, dass sie mit den Konditionen, die Amex da gefordert hat, nicht einverstanden waren. Händlergebühren seien zu hoch. Also Amex wird bei eBay rausfallen. Ist das jetzt ein Drama? Nein, ist es nicht. Denn bei eBay kann man ja weiter mit PayPal bezahlen und bei PayPal könnt ihr was als Zahlungsmittel hinterlegen? Genau, eure Amex. Das ist also dann auch das nächste unbedingt. Amex bei PayPal hinterlegen und dann natürlich bei allen Wallets, die ihr habt, bei Google Pay, bei Apple Pay, bei Alipay. Bei Pay-
Payback Pay, ne, wer eine Payback-Konto hat in der App, könnt ihr ja dieses Payback Pay aktivieren. Da könnt ihr eben auch eine Kreditkarte hinterlegen und natürlich auch Amex. Und der letzte Punkt, nochmal darauf hingewiesen, nicht den Mindestumsatz aus den Augen zu verlieren. Idealerweise habt ihr bei Antrag für die Karte schon einen Plan, welche größeren Ausgaben ihr über die Karte laufen lassen wollt, damit ihr den Umsatz eben auch schafft. Wollt ihr einen Familienurlaub buchen, dann zieht die Buchung vielleicht ein bisschen vor. Wollt ihr euch eine neue Küche kaufen, eine neue Sofalandschaft, dann macht das dann, wenn ihr eben den Mindestumsatz schaffen müsst. Und so ist es eben wichtig, dass man ja da vorher schon eine kleine Ahnung hat, wie man den Mindestumsatz angeht. Beim Lounge Rocker gibt es ein Video dazu mit Tipps, wie ihr den Mindestumsatz schafft. Wir haben inzwischen für die Amex Goldkarte ein Video, wir haben für die Amex Platinum ein Video und da gehen wir auch nochmal ausführlich auf den Mindestumsatz ein. Was mir fehlt an der Stelle, Kai, nochmal die Zusatzfrage. Ich bin ja immer für die Zusatzfragen zuständig hier. Was ist, wenn ich die Karte wieder erwarten, länger als ein Jahr halten möchte? Ich habe zum Beispiel so viele Freunde und möchte mit meiner grünen Amex-Karte noch ein Jahr weiter Freunde werben. Das Mindestumsatzspiel, geht das immer von vorne los oder muss ich das wirklich nur beim Einrichten der Karte, dass ich in den ersten 6 Monaten den Mindestumsatz schaffen muss? Genau, bei der Gold- und bei der Platinum-Karte, das sind ja die beiden, wo ihr Mindestumsatz braucht. Bei der Green braucht ihr keinen. Da gibt es die 10.000 Punkte ja geschenkt. Das müsst ihr einmalig schaffen, um den Willkommensbonus zu bekommen. Und danach habt ihr mit Mindestumsätzen nichts mehr im Hut, weil es ja auch keine Willkommensboni mehr gibt. Also wenn es jetzt jedes Jahr die 50.000 Punkte gäbe und man 4.500 Umsatz machen müsste, ich glaube, da wären viele bereit zu. Das würden viele gerne mitnehmen. Aber ich habe das gerade erfunden. Also ich fände das schön. Das gibt es leider nicht. Aber wie gesagt, dafür müsst ihr eben auch keinen Mindestumsatz schaffen. Okay. Ihr braucht übrigens in Deutschland auch kein Mindesteinkommen, um eine Amex zu beantragen. Anders als in Österreich zum Beispiel. Unsere österreichischen Freunde müssen Lohnbescheinigungen einreichen bei Amex, um nachzuweisen, dass sie auch würdig sind, diese Karte mit ihrem Namen zu zieren und diese Karte zu tragen. Ja, nichtsdestotrotz, irgendwelche Art von Kreditwürdigkeitsprüfung wird Amex schon durchziehen. Klar. Weißt du da was Genaueres? Jedenfalls, wir haben in der Q&A ja immer wieder auch Leute, die berichten, ihr Kreditkartenantrag bei Amex ist aus unerfindlichen Gründen abgelehnt worden. Ja. Und da ist wohl was passiert. Da hat man in die Schufa geguckt oder vielleicht auch ein Fehler natürlich, ja, aber da ist was passiert. Da macht Amex irgendwas. Doof sind sie ja nicht. Nee, klar. Also die machen das Spiel ja, wie gesagt, nicht aus Freude oder aus Menschenfreude, sondern die verdienen damit Geld und die wollen natürlich das Risiko minimieren, dass ihr dann eure Rechnung gar nicht bezahlen könnt. Also klar, schauen die vorher, machen eine Schufa-Abfrage, eine Bonitätsprüfung und haben ja möglicherweise über euch, über die sonstigen Kanäle, die sie bespielen, auch schon hier oder da ein paar Daten gesammelt. Kurzum, die wissen schon ein bisschen was über euch, wenn ihr die Karte beantragt, dann kann das eben auch mal zu einem ablehnenden Bescheid führen. Ich sage immer, wenn da Leute fast in Tränen aufgelöst uns mitteilen, dass sie die Karte nicht bekommen haben, war einer dabei, der die MX Payback nicht bekommen hat und sagte, die bekommt doch eigentlich jeder. Wieso bekomme ich die Karte nicht? Und dann versuche ich zu trösten und sage, ein Algorithmus ist halt auch nur ein Mensch. Der hat auch mal einen schlechten Tag. Einfach nochmal probieren. Das ist überhaupt nicht, ist also kein Urteil für die Ewigkeit, sondern das kann gut sein, ein paar Monate ins Land ziehen lassen, 2 Monate warten, dann kann man die gleiche Karte oder vielleicht mal eine andere Karte nochmal probieren. Und dann werden die Karten neu gemischt. Nein, gibt's nicht. Es ist noch ein Impuls notwendig. Genau. Ich meine, irgendwann hört man dann auf. Ne? Ich habe einen Freund in Österreich, der jetzt 2-mal für die Amex Platinum abgelehnt wurde mit einem Brutto, nee, mit einem Nettogehalt sogar. Soldaten bekommen netto 5.000 Euro oder noch mehr, keine Ahnung. Also der hat genug Geld. Ne? Da kann mir keiner sagen, dass Amex da eine höhere Anforderung an das Gehalt hat. Ist 2-mal abgelehnt worden. Hat 2-mal die Karte nicht bekommen. Die sagen euch natürlich auch nicht, warum. Die werden ja nicht ihre Geheimnisse da jetzt offen auspacken und obwohl es eigentlich schön wäre und eigentlich auch der Transparenz geschuldet wäre, dass man weiß, woran es gescheitert ist und welche Fehlinformationen ja da möglicherweise eine Rolle spielen. Leider ist das eben in Deutschland nicht gesetzlich vorgeschrieben. So, das kann euch also passieren. Ihr werdet abgelehnt und ihr wisst nicht warum, könnt euch da keinen Reim drauf. C'est la vie, that's life. Vielleicht dann gleich die US-Kreditkarte beantragen. Gibt es inzwischen auch ein eigenes Video, ist aber eher für Fortgeschrittene. Verlinken wir in den Shownotes. Das ist kann tatsächlich eine Alternative sein, aber man sollte schon mal Kreditkarten gehabt haben und sollte ein bisschen wissen, was man tut. Und vor allen Dingen für die US-Kreditkarten scheint es mir auch wichtig zu sein, dass man eben auch bereit ist, Geld auszugeben. Also in den USA könnt ihr viel höhere Willkommensboni abgreifen als in Deutschland, müsst aber dann eben auch entsprechende Mindestumsätze liefern. Also da so dieses Nullnummerspiel, hier mal 10.000 Punkte abgreifen, da mal, das
funktionieren in den USA nicht so gut. Dafür, wenn man das Geld hat, das man ausgeben kann, dann ist das eine tolle Spielwiese, ganz offensichtlich. Also, bist jetzt bereit fürs Punkte sammeln und kannst loslegen. Spulen wir vor. Du hast inzwischen 50.000, 100.000 Membership Rewards Punkte gesammelt mit deiner Amex-Karte. Und was machst du jetzt damit? Wo löst du die ein? Was bekommst du dafür? Das ist doch schließlich der einzige Grund, warum wir diese Punkte sammeln. Wie funktioniert das genau, Kai? Wie wir die Punkte übertragen, da spielen wir vielleicht einfach mal das kleine Tutorial ein. Da wird euch dann gezeigt, wie das technisch funktioniert. Also wie bekommt ihr eure Punkte von Amex eben zu dem Vielfliegerprogramm? Daran scheitert es bei vielen. Mhm. Um Membership Rewards Punkte von eurem American Express Konto auf ein Vielfliegerprogramm zu übertragen, müsst ihr euch natürlich erst einmal in euer Amex Konto einloggen. Geht hier oben auf den Reiter Membership Rewards und dann auf Prämien für meinen Punktestand. Dann werden euch hier sämtliche Möglichkeiten angezeigt, die ihr habt, eure Amex Rewards Punkte einzulösen. Hier oben zum Beispiel gibt es den Hinweis auf eine laufende Aktion, wo ihr 30% mehr Partnerpunkte bekommt, wenn ihr eure Membership Rewards Punkte zu Marriott Bonvoy transferiert. Die läuft noch bis zum 31.05., also nicht mehr sehr lange. Dann gibt es weitere Einlöseoptionen, die in der Regel alle nichts taugen, weil sie alle einen sehr, sehr geringen Wert für eure Punkte hinterlegen, nämlich 0,3 Cent. Zahlen mit Punkten macht keinen Sinn. Shop online zahlen mit Punkten. Zahlen mit Punkten bei Amazon macht keinen Sinn. Reisen bezahlen mit Punkten macht keinen Sinn. Gutscheine macht alles keinen Sinn. Das Einzige, was Sinn macht, sind die Airline- und Hotelpunktetransfers. Da klicken wir also drauf. Und dann bekommt ihr diese Seite angezeigt, Punktetransfer. Und die entsprechenden Transferpartner sind hier aufgelistet. Das sind Asia Miles, British Airways Executive Club, Delta Sky Miles, Emirates Skywards, Etihad Guest, Finnair kann im Moment nicht transferiert werden, weil die gerade umstellen. Da wird ja die Avios-Umstellung durchgeführt gerade, beziehungsweise die ist schon durchgeführt. Aber jetzt die Möglichkeit, Avios auch zwischen British Airways und Finnair hin und her zu transferieren, wird gerade implementiert. Deshalb kann da im Moment da keine Punkte übertragen werden. Dann gibt es Flying Blue, Iberia Plus, Qatar Airways Privilege Club, SAS Eurobonus und Singapore Chris Flyer. Singapore Airlines Chris Flyer und Delta Sky Miles haben eine Transferratio von 3 zu 2. Das heißt, ihr bekommt für 3 Amex-Punkte 2 Meilen. Bei allen anderen Programmen ist die Transferratio 5 zu 4, also deutlich besser. Um jetzt Punkte zu transferieren, geht ihr einfach auf Punkte übertragen. Ihr seht übrigens, dass hier jeweils unterschiedliche Transferdauern angegeben sind. Von denen dürft ihr euch nicht abschrecken lassen. Das geht in der Regel sehr viel schneller. Es muss ein Mindesttransfer, eine bestimmte Menge an Punkten müssen mindestens transferiert werden. Die ist unterschiedlich, betragen bei vielen 1.000 Punkte, hier bei Delta Sky mal 3.000 Punkte. Da müsst ihr also darauf achten. Ihr klickt dann einfach auf Punkte übertragen. Wichtig ist, dass ihr natürlich, bevor ihr Punkte übertragen könnt, bei dem Partner ein Konto eingerichtet haben müsst. Ich würde empfehlen, wenn ihr eine Amex-Karte beantragt habt, sofort Konten bei sämtlichen L4-Fliegerprogrammen zu eröffnen. Das ist kostenlos und was ihr habt, das habt ihr. Hier bei British Airways müsst ihr dann eben bestätigen, das Partnerkonto. Übrigens müssen die Namen exakt die gleichen sein, ne, bei American Express und bei dem Partnerkonto. Also wenn ihr einen Mittelnamen habt, dürft ihr den nicht abkürzen. Also das muss bei beiden Konten muss haargenau der gleiche Name hinterlegt sein. So, dann gebt ihr hier eben eine entsprechende Zahl an Punkten ein, die ihr übertragen wollt. 50.000. Ich mache das jetzt nicht, deshalb ist es vollkommen egal. Zur Sicherheit oder zur Bestätigung des Transfers müsst ihr hier die Prüfziffern von eurer Amex-Karte eingeben. Einmal die 4 Ziffern auf der Vorderseite und hier die 3 Ziffern auf der Rückseite. Das mache ich hier jetzt mal nicht. Dann müsst ihr hier eben bestätigen, dass ihr die Teilnahmebedingungen kennt und dass ihr damit einverstanden seid. Klickt auf Angaben überprüfen. Kann ich jetzt nicht machen, weil ich die Prüfziffern nicht eingegeben habe. Dann kommt eine Bestätigungsseite auf der oder eine Überprüfungsseite, wo dann gesagt wird, so aus 50.000 Amex-Punkten würden jetzt 40.000 Meilen werden oder 40.000 Avios. Willst du das wirklich? Der Hinweis, dass das nicht mehr reversibel ist. Also Punkte, die ihr einmal transferiert habt, können nicht mehr zurücktransferiert werden, sondern die sind dann eben fest bei dem Vierfliegerprogramm und unterliegen da dann auch dem entsprechenden Meilenverfall. Und dann bestätigt ihr das Ganze und dann sind die Punkte auf dem Weg zu dem Vierfliegerprogramm, wo sie dann mitunter nach wenigen Stunden, teilweise sofort wie bei Emirates oder in der Regel spätestens am nächsten Werktag, dann ankommen sollten. Das war's zum Amex-Punktetransfer. Gehen wir zum Schluss noch eine schnelle Runde, ein paar typische Fragen durch, die auch immer wieder in unserer Q&A Questions and Answers auftauchen. Bei welchem Willkommensbonus muss man zuschlagen, Kai?
Pi mal Daumen, sage ich, wenn ihr die MX Gold mit 40.000 bekommen könnt, dann ist das ein guter Willkommensbonus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass die 50.000, die es im Moment gerade gibt, das neue Normal werden. Es könnte ein einfacher Ausreißer nach oben sein. Und mit 40 wäre ich, glaube ich, auch schon zufrieden. So das Reguläre sind 20.000. Da würde ich einfach dann warten, bis die nächste Aktion wieder mit 40.000 kommt. Also für 20.000 würde ich sie nicht abschließen. Und bei der MX Platinum, da scheint mir sich das so einzupendeln zwischen 55 und 65, ob wir die 75 nochmal wiederbekommen, die relativ regelmäßig während Corona angeboten wurden. Das kann ich im Moment schlecht einschätzen. Aber so im Moment, die 65 scheinen mir auch ein gutes Angebot zu sein. Zuletzt hatten wir immer was um die 55 und da sind 65 immer, wer den Mindestumsatz schafft, würde ich machen. Bei der Green, die könnt ihr immer das ganze Jahr über sozusagen beantragen. Das sind immer 10.000 Punkte, das wird nicht mehr. Und kann ich eigentlich mehrere MX-Karten gleichzeitig haben? Ja, ich hole sie jetzt nicht alle raus, aber ich habe auch vier. Und du hast einen dicken Geldbeutel. Nö, ich habe die ja nicht immer alle dabei, macht ja gar keinen Sinn. Aber mal ein Eis kaufen. Und die erste Kugel zahle ich hier bitte mit der Platinum und die zweite bitte mit der MX Payback. Und die Waffel mit der Green. Genau. Die Waffel geht auf die Haus. Ja, also das ist kein Problem. Karten kannst du haben, so viel du willst. Werden auch alle in dem gleichen Konto zusammengefasst. Ne? Also ich habe denn da nicht vier oder fünf verschiedene Rewards-Konten, sondern habe ein Konto. Da wird das alles drauf gebucht. Und MX weiß dann auch, ich bin immer der Gleiche für all diese Karten. Ja. Das ist ja auch ein Hinweis. Kann ich bei einem Karten-Upgrade die alte Karte kündigen? Also ich habe jetzt die goldene und ich habe das Platin-Video von uns angeguckt, die ganzen Vorteile der Platin-Version und ich möchte jetzt unbedingt eine Platin haben und möchte von meiner Gold auf die Platin upgraden. Dann kann ich die goldene vergessen, oder? Dann mache ich die kaputt. Ja, davon würde ich eben abraten. Das ist eine Frage, die wir relativ häufig haben in der Q&A. Ich verweise dann immer auf den Text der allgemeinen Geschäftsbedingungen und die sollte man ernst nehmen. Da steht dass man den Willkommensbonus abgezogen bekommt, wenn man innerhalb der ersten 12 Monate kündigt. Und da steht nicht, dass es eine Ausnahme für den Fall gibt, dass man auf ein teureres Produkt wechselt. Und da steht, wenn ihr kündigt, ist der Willkommensbonus weg. Also darauf würde ich es nicht ankommen lassen. Würde die das Jahr brav behalten, die Goldcard, neben der Platinum und sie dann danach kündigen. Macht ja keinen Sinn auf Dauer da. Ja. Zwei Karten. Übrigens, es ist zurzeit noch der Rekordbonus für die Gold-Kreditkarte von American Express. Wir haben unten einen Link, einen Affiliate-Link, wo du dir die Goldene holen kannst. Die Empfehlung ist aber, dass du die für 12 Monate hältst, nach 12 Monaten kündigst, sodass du sie nach 13 Monaten nicht mehr hast. Genau. Ne? Und wenn man die 18 Monate ohne Goldcard gut überstanden hat, dann kann man sie wieder mit einem neuen Willkommensbonus neu beantragen. Und in der Zwischenzeit habe ich eine Platinum oder eine Green oder eine Blue mit 2,50 Zuzahlung, damit ich Membership Rewards damit sammeln kann. Wichtig ist immer, dass ihr mindestens eine Karte haben müsst, denn ansonsten wird euer Membership Rewards Konto geschlossen und dann sind die Punkte weg. Ja, das ist entscheidend, genau. Gibt es eine Kündigungsfrist bei Amex? Ja, das haben wir jetzt schon zwischen den Zeilen anklingen lassen, aber Kai, du machst es jetzt nochmal bretthart klar. Ein Monat, aber nicht zum Monatsende, sondern ihr könnt zu jedem Tag im Monat könnt ihr kündigen, aber es muss ein Monat sein. Ja, und Mindestlaufzeit ist normalerweise 12 Monate und die müsst ihr auch wirklich absitzen oder liegen und nach den 12 Monaten zum Ende des 13. Monats kündigen, um das auch nochmal ganz klar zu sagen, weil wir haben es immer in den Q&A und wir brauchen jetzt endlich auch mal Videos, die wir dann immer wieder auch spielen können, wenn wir die Fragen wieder aufs Neue reinkriegen. Ja. Was passiert denn mit meinen Punkten, wenn ich meine MX Kreditkarte kündige? Solange ihr irgendeine Karte habt, passiert da nichts. Genau. Die laufen ja alle auf das gleiche Konto und wenn ihr jetzt eine Platinum kündigt und aber eine Gold noch haltet, läuft das ganz normal weiter. Ist kein Problem. Ein Problem ist es dann, wenn ihr keine Karte mehr habt, mit der ihr Membership Rewards Punkte sammelt, weil dann das Konto geschlossen wird und dann müsst ihr eben vorher zusehen, dass ihr die Punkte wegtransferiert. Ne? Wenn ihr die Kündigung ausgesprochen habt, dann habt ihr noch eine Übergangsfrist, wo ihr dann telefonisch noch bestimmte Sachen mit den Punkten machen könnt. Aber ich glaube, transferieren zu viel Programm gehört da nicht mehr zu. Dann könnt ihr nur noch so sinnloses Zeug machen, wie eure Monatsrechnung dafür bezahlen. Könnt ihr euch Gutscheine für Amazon dann für 0,3 Cent pro Punkt kaufen. Das macht keinen Sinn. Ne? Also vorher dann die Punkte transferieren zu Vier-Flieger-Programm und gut ist. Also deswegen der Tipp von vorhin auch, denn vorhin haben wir es angesprochen, wenigstens eine der günstigen Karten, die blaue mit Zuzahlung oder die grüne, unbedingt behalten, damit man das Membership Rewards Konto sicher hat. Wie lange sind diese Membership Rewards Punkte eigentlich gültig, Kai? Ein Leben lang. Ein Leben lang.
Wenn wir es erleben. Das ist eben das Tolle bei Amex. Die sind transferierbar, die sind flexibel und sie sind ewig gültig. Das macht sie so wahnsinnig wertvoll. Also selbst wenn bei irgendeinem Vielfliegerprogramm entwertet wird, solange ihr die Amex-Punkte bei euch auf dem Konto lasst, tut euch das nicht weh. Dann transferiert ihr die Punkte einfach zu einem anderen Vielfliegerprogramm, das nicht entwertet hat. Das ist das Schöne an diesen transferierbaren Währungen, von denen es in den USA ja noch viel mehr gibt als nur bei Amex. Wie viel sind solche Membership-Reward-Punkte eigentlich wert? Kann man denn tatsächlich sagen, das ist so ähnlich wie bei Payback? 1000 Punkte sind 10 Euro oder was? Ist das grob fahrlässig? Es ist tatsächlich so, dass Membership-Rewards-Punkte ja in Payback-Punkte umzuwandeln sind. Das war schon vor einem Jahr keine gute Idee. Mittlerweile ist das Verhältnis, in dem gewechselt wird, nochmal verschlechtert worden. Ihr müsst jetzt 3 MX-Punkte für einen Payback-Punkt investieren. Ein Payback-Punkt könnt ihr euch auszahlen lassen, bekommt ihr einen Cent für. Das bedeutet, dass ihr 3 MX-Punkte für einen Cent braucht. Also ist ein Membership-Rewards-Punkt für MX 0,3 Cent wert. Und deshalb sind eben die meisten Einlösungen, habt ihr auch immer den gleichen Wert, nämlich 0,3 Cent. Ne? Ihr kauft euch Amazon-Gutscheine, ist der Wert 0,3 bis 0,5 Cent. Ihr bezahlt eure Monatsrechnung mit Amex-Punkten, der Wert ist 0,3 bis 0,5 Cent. Das wird nicht mehr, ne? Das ist immer festgenagelt. Und nur bei den Vielfliegerprogrammen, da entscheidet ihr ja durch die Einlösungen, die ihr mit den Punkten am Ende macht, mit den Meilen am Ende macht, was die Punkte dann am Ende wert gewesen sind. Wenn ihr einen First-Class-Flug bucht, der normalerweise 10.000 Euro kostet und ihr müsst dafür 150.000 Punkte investieren, sagen wir mal, dann habt ihr eben einen Wert, den ihr genau festlegen könnt. Also ihr seid irgendwo über 5 Cent und das ist natürlich gegenüber den 0,3 Cent bei den meisten anderen Einlösungen, das ist ein absolut überragender Wert. Aber selbst wenn es nur 1 oder 2 Cent sind, dann ist es immer noch 3 bis 6 Mal so viel wie das, was ihr von Amex bekommen würdet für eure Punkte. Und deshalb nichts anderes machen als Prämienflüge, Business und First Class. Ja. Wir haben ja schon mal ein Video gemacht mit den besten Einlösungen. Also werden sich ja viele Leute jetzt auch fragen, was kann man denn eigentlich mit den Punkten so anstellen, was kann man so für Flüge buchen. Da gibt es ein eigenes Video für die besten Einlösungen für Membership Rewards Punkte. Da bekommt ihr ein paar Inspirationen, was ihr eben so an tollen Einlösungen mit euren Punkten anstellen könnt. Und ausdrücklich Toaster und Wärmflaschen und so ein Zeug im Shop kaufen gehört ausdrücklich nicht dazu. Wir meinen wirklich Einlösen für Prämienflüge, weil das eben den Wert um einen Faktor steigert. Also da wirklich aufpassen und unsere anderen Videos zu dem ganzen Themenkomplex angucken. Da erwähnen wir dann immer wieder auch die Details, worauf es ankommt. Da bringt mich nämlich die nächste Frage drauf. Ich lese ja immer voraus. Kann ich Prämienflüge auch direkt bei Amex buchen? Das wäre doch auch geil. Da müsste ich mich mit den Vielfliegerprogrammen und so weiter gar nicht rumärgern. Ich gehe einfach zu Amex, da bin ich schon Kunde und sage, haha, ich habe hier die Dingsbums-Karte und ich möchte jetzt bei euch Flüge buchen. Zeigt mir was Schönes. Geht das? Tatsächlich gab es vor Jahren da auch eine eigene Seite und ein eigenes Angebot über den Amex Reiseservice. Hieß auch Prämienflüge, konnte man mit Punkten, mit Membership Rewards Punkten buchen. Ich so als Neuling dachte, guckst du dir mal an und habe mich dann gewundert. Ich hatte immer gelesen, so bei den verschiedenen einschlägigen Blogs, was man da für zauberhafte Einlösungen bekommt und dass man First Class für 100.000 Punkte fliegen kann. Und die wollten mir gerade mal einen Economy Hin- und Rückflug für 100.000 Punkte geben. Und dachte ich mir, das stimmt doch irgendwas nicht. Und tatsächlich, Prämienflüge bei Amex buchen, keine gute Idee. Ihr müsst, es wäre bequemer zugegeben, aber ihr müsst die Punkte transferieren zu einem Vielfliegerprogramm. Da werden dann Meilen daraus und mit den Meilen bucht ihr dann bei demjenigen Vielfliegerprogramm eben die tollen Flüge, die günstig sind. Ja. Also das ist ein bisschen Formelei, aber wäre es einfach, würde es jeder machen. Mittlerweile gibt es diese Möglichkeit bei Amex auch nicht mehr mit den Prämienflügen. Das haben sie irgendwann abgeschafft, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, beim Amex Reiseservice Flüge zu buchen und diese Flüge teilweise oder ganz mit Punkten zu bezahlen. Und das ist natürlich erbärmlich. Ne? Also da bekommt ihr dann eben wieder die 0,3 Cent pro Punkt und dann müsst ihr Millionen von Punkte für einen Business-Class-Flug ausgeben. Das macht keinen Sinn. Also no, no, yet. Ja. Wie funktioniert die Freundschaftswerbung? Ist die nächste Frequently Asked Question. Wir haben es ja schon angedeutet, dass Freundschaftswerbung ein unglaublich wichtiger Faktor ist. Wer bei eBay unterwegs ist, wird möglicherweise schon mal das Angebot gesehen haben und da gibt es hunderte von. Gerade während solcher Aktionen, ne, wenn es einen höheren Willkommensbonus gibt, werden euch zum Kauf angeboten bei eBay im Rahmen einer Auktion oder als Festpreisangebot 50.000 MX-Punkte für 1 Euro. Ne? Und dann könnt ihr also für 1 Euro seinen Freundschaftslink kaufen und dann bekommt der nochmal 50.000 Punkte und ihr müsst dann den Mindestumsatz schaffen. Das ist natürlich gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Teilnahmebedingungen von Amex an der Freundschaftswerbung. Ihr dürft Leute werben, das müssen jetzt nicht eure engsten Freunde sein, das dürfen auch Leute sein, die
ein bisschen weiter weg sind von euch, aber die müssen auf euch zukommen. Das ist immer das Wichtige bei MX. Ihr dürft also nicht euren Freundschaftswerbelink auf eurem Social-Media-Profil posten und sagen, hier, nutzt den mal und beantragt mal über den Link eure Karte, damit ich die Punkte bekomme. Sondern wenn jemand auf euch zukommt und sagt, ich möchte gerne geworben werden, dann könnt ihr das machen, dürft ihr das machen, dürft ihr dem den Freundschaftswerbelink auch zuschicken. Aber ihr dürft nicht spammen. Also ihr dürft nicht die Leute zupacken und zukleistern eben mit eurem Freundschaftswerbelink. Eine Weile war das ganz, ganz unangenehm so in Facebook-Gruppen, wo dann jeder während so einer Aktion, wenn einer gefragt hat, wie kann ich denn jetzt die Karte beantragen, wie kriege ich denn den Willkommensbonus, ich bin total neu in der Geschichte. Und dann waren sofort die üblichen 10 Verdächtigen aus dem Forum oder aus der Gruppe, die dann, ja, ich kann dir hier schon mal meinen Freundschaftswerbelink irgendwie zuschicken. Oder einige haben es dann auch direkt, es grenzt dann schon an Belästigung per persönlicher Nachricht, hier ist mein Freundschaftswerbelink und ich zahle dir sogar noch 100 Euro, wenn du meinen Link benutzt. So, und das ist natürlich alles illegal. Ja, das ist jenseits der Grauzone, klar. Ja, aber es ist durchaus üblich, kommt vor, auch sehr häufig und auch sehr regelmäßig vor. Macht sowas nicht, da tut ihr euch keinen Gefallen mit. Ich MX das mit, seid ihr raus aus dem Spiel. Ne? Das müsst ihr immer im Hinterkopf behalten. Wenn ihr einmal raus seid, weil euch MX die Karte sperrt wegen irgendwelcher illegalen Aktivitäten, dann seid ihr aus dem System raus und da kommt ihr auch nicht mehr wieder rein. Dann gibt es keine MX-Karte mehr für euch. Das war's dann. Da muss man schon den Namen ändern, das Geburtsdatum ändern und so weiter, damit man bei MX wieder ein ganz neues Spiel beginnen kann. Ja. Nicht zu empfehlen. Immer davon ausgehen, ja, das ist wie eine Bank und da habt ihr eure Historie und die ist dann letztlich auch weltweit. Wir kommen gleich noch zu so einer Frage. Wir haben nämlich noch zwei etwas speziellere Fragen, die in den FAQs regelmäßig auftauchen. Hängt bei der Freundschaftswerbung der Bonus vom Erreichen des Mindestumsatzes durch den Geworbenen ab? Kann natürlich auch die Geworbene sein, Kai. Ja. Wenn der es nicht schafft, dann kriege ich meine Prämie nicht, oder wie? Die Frage, die klingt so harmlos, aber sie taucht verdächtig häufig auf. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass da jemand ein Geschäftsmodell entdeckt hat. Habe ich auch schon in der einen oder anderen Q&A-Folge gesagt. Und ich warne da immer wieder vor. Also machen wir mal Butter bei die Fische. Es gibt Leute, das will ich niemandem unterstellen. Jetzt haben wir keine Q&A, sodass ich es niemandem unterstellen muss. Und ich kann es ganz allgemein sagen. Es gibt ganz offensichtlich Leute, die diese Lücke entdeckt haben. Ja, denn tatsächlich ist es nicht so, dass euer Werbebonus abhängig ist von dem Erreichen des Mindestumsatzes durch den Geworbenen. Jetzt könnte jemand auf die pfiffige Idee kommen und sagen, dann kann ich ja einfach 5 Leute, vollkommen egal wen, werben. Ich kann meine 80-jährige Oma werben, die die Karte gar nicht braucht und die gar nicht weiß, was sie da unterschreibt. Und die wird die auch nie einsetzen, aber ist ja egal, denn ich bekomme ja meinen Werbebonus. Und ob sie dann den Mindestumsatz schafft, braucht die ja sowieso nicht. Na, aber ich bekomme dann ja die 50.000 Punkte für die Goldkarte. Das scheint so die neue Masche zu sein. Und davor will ich warnen. MX hat seine Teilnahmebedingungen bei der Freundschaftswerbung auch nochmal nachgeschärft an der Stelle. Vorher war es also so, dass man nach Ausstellung der Karte für den Freund sofort seine Werbeprämie bekommen hat. Jetzt behält sich MX vor, 3 Monate zu warten. Ganz offensichtlich ist MX also auch aufgefallen, die leben ja auch nicht auf dem Baum, dass es also solche Leute gibt, die werben und dann wird da kein einziger Umsatz mit der Karte gemacht. Und die wird nach 2 Monaten, wenn der seine Punkte gut geschrieben bekommen hat, wird die Karte wieder gekündigt. An sowas hat MX kein Interesse. Die machen das nicht, nochmal, die machen das nicht, um uns eine Freude zu machen, sondern die wollen natürlich Kunden werben damit und wollen Kunden haben, die eben auch Geld umsetzen. Und deshalb werden die auf solche Geschichten allergisch reagieren. Tun sie jetzt eben auch schon, indem sie eben warten, was passiert in den ersten Monaten, wird die Karte tatsächlich eingesetzt? Gibt es da ein ernsthaftes Bemühen Richtung Mindestumsatz? Oder ist das einfach nur jemand, irgendeine Karteileiche, die geworben wurde, damit jemand anders einen Werbebonus bekommt? Also da ist MX mittlerweile drauf gekommen, das kennen die, das Spiel. Wenn ihr meint, dass ihr das machen müsst, dann macht das wenigstens sehr, sehr, sehr vorsichtig und seid euch wiederum der Gefahr bewusst, dass ihr die Karte verlieren könnt im Zweifel. MX muss ja nicht begründen, warum sie euch die Karte sperren oder warum sie euch rausschmeißen. Ne? Das passiert einfach und dann seid ihr raus. Ja. So, und dann haben wir noch eine einzige Frage, Kai. Wir haben gerade erst ein Video rausgehauen, zusammen mit dem lieben Alex. Und da ging es um das Thema US-Kreditkarten. Und da geht es natürlich auch zu einem hohen Anteil auch wieder um MX. Die heißen ja so American Express. Da geht es auch um MX-Kreditkarten. Noch gibt es noch einen ganzen Haufen anderer Kreditkarten in Amerika. Klären wir ja auch in dem Video, wie besprochen, blenden wir ein. Kann man denn in Deutschland auch solche US-Kreditkarten haben? Ja, das geht. Und das Schöne an den USA ist eben, dass es da nicht nur MX gibt, sondern da gibt es eine Reihe von Anbietern, mindestens 5, 6 fallen mir ein, die dann auch jeder ein riesengroßes Portfolio an verschiedenen Kreditkarten haben, die eben dieses Spiel spielen mit der transferierbaren Währung. Also die haben dann sowas Ähnliches wie Membership Rewards Punkte, das heißt bei denen dann anders. Und weil es davon so viele gibt und die also in Konkurrenz zueinander stehen, überbieten die sich auch regelmäßig mit den Willkommensbonus.
Willkommensboni. Ihr bekommt also für relativ günstige Karten, bekommt ihr sehr, sehr hohe Willkommensboni. Nicht hinterhergeschmissen, aber sie werden euch angeboten. Ihr müsst entsprechende Mindestumsätze schaffen. Deshalb hatten wir vorhin ja schon angedeutet, das ist eher was für Leute, die eben auch tatsächlich viel Geld mit Kreditkarten ausgeben. Das Schöne ist, dass US-Kreditkarten, die meisten jedenfalls, viele sagen wir mal, keine Fremdwährungsgebühren erheben, anders als die deutschen Amex-Kreditkarten, sodass ihr die also auch hier in Deutschland einsetzen könnt einfach. Ne? Ihr beantragt die, wie das funktioniert. Da gibt es eben unser Video dazu und dann gibt es ein Angebot für einen Kurs, wo euch das verklickert wird, wie das funktioniert. Die haben, glaube ich, auch eine fast 100%ige oder 100%ige Erfolgsquote. Gibt immer so die Gerüchte, man muss US-Staatsbürger sein oder man braucht eben unbedingt diese Social Security Number, die man nur bekommt, wenn man mal in den USA gearbeitet hat. Genau. Wenn du es drauf anlegst, hast du in 3 Wochen deine erste US-Kreditkarte. Aber wie Kai schon gesagt hat, einfach reingucken. Das gilt für alle unsere Videos. Wir haben inzwischen 115 oder irgend sowas Videos auf YouTube. Also du bist eine Weile beschäftigt, aber musst ja nicht alle gleich auf einmal angucken. Aber wir sind durch für heute, Kai. Ja. Wir haben Schwierigkeiten gehabt, wenn dir zwischendurch aufgefallen ist, dass wir irgendwie komisch aussehen oder von Hochformat auf Querformat gewechselt haben oder irgend sowas. Können wir alles auf die Technik schieben. Wir sind froh, dass wir das Video im Kasten haben, hoffentlich. Ich muss gleich mal reingucken. Aber sei es drum, wenn du bis hierher durchgehalten hast, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Du könntest jetzt Kanalmitglied werden, wenn du es noch nicht bist. Du könntest uns auch einen Kaffee spenden, blenden wir alles ein. Wir haben auch überraschend viele Super Thanks, Kai, muss ich auch mal sagen. Ich muss da auch nochmal gucken, dass wir uns da bedanken. Die sind mir nämlich durch die Lappen gegangen. Das ist so ein Voodoo, das alles unter Kontrolle zu behalten. Habe ich noch was vergessen? Nee, schönen Abend noch. Genau. Tschüss. Alle Grüße. Ciao, ciao. Tschüss, Kai. Und tschüss.